So, weiter geht's mit Lufia und bevor ich zum nächsten Turm gehen werde, muss ich erstmal wieder hier so ein Mädel abholen. Und zwar hier. Es tut mir leid, Lisa ist noch in dem Turm. Ja, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Marie, du bist nun an der Reihe. Willst du gehen? Ja, das ist meine Bestimmung. Mein Name ist Marie, bringe mich zur Insel Inche. Ja, in Ordnung. Die Insel ist im Nordosten, auf geht's. Ja, zur Insel Inche. Zur Insel Inche. Insel Insel. Ja. Cooler Name für eine Insel. Inche. Okay. Wo gehe ich lang? Rechts natürlich. Ja, super. Super duper. Haha, was? No! Schäfchenattacke! Attacke! Und komm schon! Ja, mega! Megaschlag! Und Mega Peitsche und Hypertritt! Wow, das stärkste Kapselmonster überhaupt! Oh nein, oh nein! Das wirkt doch nicht. Checkt ihr das nicht oder was? Oh, 28. Jetzt habe ich aber Angst. Und tschüss. Und ja, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Sphinx. Ein passender Name, obwohl die Sphinx eigentlich keine Flügel hatte. So, du bleibst da und bist artig. So, ich gehe mal hier lang. Auch wenn das vielleicht falsch ist. So. Wow. Du bist auch still in der Ecke. Oh nein, das wollte ich nicht. Aber ich greife zuerst an. Wenigstens etwas. Moment. Ja, du gehst auch gleich kaputt. Wow, Klaue geht auf alle. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre auch nur so eine Einzelattacke. Yeah. Obwohl es ist nicht so stark wie, na, Inferno. Also glaube ich zumindest nicht. Ja, nochmal Klaue. Obwohl, das zieht schon einiges ab. Also mehr als eine normale Attacke von den anderen Kriegern. Treppe hoch. Und eigentlich müsste ich, glaube ich, schon. Du bleibst da auf dem Platz. Okay, gegen dich muss ich kämpfen, denn sonst erscheint die Treppe nicht. Kennen wir ja schon. Und da ich zuerst angreifen kann, sollte das eigentlich kein Problem sein. Vor allem sind das nur die Höllenboten und die haben halt nicht so viel HP. Können aber starke Zauber. Jetzt kommt noch die Hyperzit dazu und schon ist die Sache erledigt. Okay. Du Drache, ich habe keinen Bock gegen Drachen zu kämpfen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier falsch ist. Aber ich gehe trotzdem mal nach oben. So. Mann. Und die dürfen auch noch zweimal angreifen. Nee, dürfen sie gar nicht. Haha. Ich dachte schon. Aber das Dumme ist, dass sie so viel Kraftpunkte haben. Das regt mich ein bisschen auf. Aber dafür habe ich ja hier Dulan. Haha. Mit seinem Hyperzit und seiner Clown-Attacke, ey. Keine Chance. Keine Chance. Das ist einfach nur so cool, dieses Kapselmonster. Ich weiß nicht. Das Aussehen ist einfach göttlich. Bam. Nein. Komm. Okay. Du bleibst da. Ich gehe weiter nach oben. Und das sieht eigentlich relativ gut aus, oder? Aber das ist erstmal eine Sackgasse. Also denke ich mal, muss ich hier runter. Und das ist auch eine Sackgasse. Was soll denn das jetzt? Kann ich hier irgendwie runter? Ha, da will ich nicht runter. Was mache ich denn jetzt? Ah, hier kann ich runter.
Haha, man muss nur ein bisschen herumtricksen und schon klappt das auch alles. Dich greife ich auch am besten von hinten an. Das sind zwei Nachtwachen. Okay, die haben auch viel Energie. Und Haste sieht man wohl ziemlich wenig ab. Und Seelan auch. Scheiße. Aber Hyper-Tilt, Hyper-Tilt. Yeah. Wirklich ein starkes Kapselmonster. Komm, 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 komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Sei lieb, ja, sei lieb. Ja, nächste Treppe nach oben. Und dann sind wir auch schon, ja, fast ganz oben. Deswegen werde ich mich kurz einmal heilen. Ding, 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 ding. Ja. Und ja, wer kommt denn jetzt wohl? Es ist Amon. Es ist an der Zeit, dass ihr verschwindet. Ihr langweilt mich. Ah, ich mag diese Musik. Ach, leck mich. Komm, du bist eh nicht stark. Ist das eigentlich das erste Mal, dass man gegen Amon kämpft, oder habe ich schon mal vorher gegen ihn gekämpft? Also bei Gard ist es ja klar, aber bei Amon bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Oh. Ja, komm, ist egal. Wow. Gute Atea, gute Atea. Schlag dich selber, um dich zu heilen. Das wollen wir sehen. Hyper-Tilt. Oh Mann, das zieht so viel ab. Ich liebe Dulan. Ja, Amon. Amon sieht irgendwie aus wie ein Zombie. Nein, Dulan. No. Das ist jetzt aber blöd. Ich glaube, ich starte noch mal. Nein, natürlich nicht, aber schade, dass das nicht überlebt hat. Denn so schwer ist das ja gar nicht. Oh, geil. Oh, geil. Warum? Warum hast du uns verlassen? Habe ich nicht aufgepasst oder was? Na egal, wir haben ja hier Valor oder wie das heißt. Wo ist denn Valor? Unten. Bitte geh jetzt nicht kaputt, Amon. Danke. Wahrscheinlich ist jetzt Seelan verwirrt und kann gar nicht heilen. Ja, was habe ich gesagt? Das war so typisch. Das war so typisch. Oh. Nervig, wirklich. Das war so voraussehbar. So. Komm, wach auf, geil. Keine Zeit zum Schlafen. Bam. Oh, Faustfee. Jetzt erzitsch ich aber vor Angst. Yeah. Komm, geh kaputt. Komm, Amon. Macht doch alles keinen Sinn. Irk, irk, irk. Ja. Jetzt geht er aber kaputt. Komm. Nein. Was ist denn hier los? Komm, ich benutze jetzt Amokwüter und du auch. Ja. 218. 243. Und das war's. Schade, Amon. Wirklich schade. Aber wir sehen uns, glaube ich, wieder. Ich habe so ein Gefühl, als ob das nicht der letzte Kampf sein wird gegen diesen Höllenfürsten. Hast du ihn erwischt? Ich glaube, er ist noch einmal mit heiler Haut davongekommen. Diese Schlacht wird nicht enden, bevor wir Daos Irim und die Todesinsel zerstört haben. Stell ich bitte davor, Haze. Okay. Götterschild, oder? Götterhelm. Schild habe ich, glaube ich, schon. Nee, stimmt gar nicht. Ich fühle nicht, dass Energie geht jetzt mit aber ja. Rüstung. Optimal. Hey, was soll das denn hier? Nee, ich habe ja den Helm.
geil. So, ach, das macht gar nicht so viel Stärke, aber dann kann ich dir hier diesen Legendenhelm geben. Oder vielleicht ihr? Nee. Schon für geil. I wanna be the guy. Zauber, Flucht. Reise. Reingehen. Schlafen. Und was jetzt kommt, wisst ihr bestimmt alle. Eine kleine Pause. Also bis zum nächsten Mal.